Einen wunderschönen guten Morgen, neuer Tag, neuer Vlog. Ich bin jetzt irgendwie gerade so ein bisschen da in dem, weiß ich nicht, in dem Modus. Deswegen dachte ich, drehe ich gleich heute noch ein Video, nachdem ich das letzte Video gestern gedreht habe, welches ihr heute zu sehen bekommt. Ja, wir sind gerade am Aufstehen und der Karl hat gerade hier sich es im Bett gemütlich gemacht. Wir ziehen uns jetzt mal an und dann, ja, mal gucken. Stunde eher als gestern, als ich den Vlog begonnen habe. Und ich weiß nicht, ob man merkt, ich bin viel ausgeschlafener. Ich bin gestern viel zeitiger ins Bett gegangen und ja, habe viel besser geschlafen. Und jetzt, also Karl hat mich jetzt kurz vorm Wecker geweckt, also so 7 Minuten vorm Wecker, das ist ja aber gar nicht so schlimm. Gestern bin ich auch kurz vorm Wecker aufgewacht, weil ich so panisch war und dachte so, ich habe verschlafen. Ich kann euch ja mal unsere neuen Tassen zeigen. Die gibt's oder gab es nur im Zweierpack. Die sehen jetzt hier natürlich bei weitem nicht so wunderschön aus, wie sie wirklich aussehen. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so viele und so gerne Tassen kaufe, aber jetzt reicht es auch, weil jetzt ist wirklich voll. Wir hatten irgendwann mal das Problem, dass keine Tasse mehr da war, weil alle in Benutzung waren oder im Geschirrspüler. Und deswegen dachte ich jetzt so, könnte man noch mal ein paar Tassen kaufen. Außerdem, wer kauft nicht gerne Tassen? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, das geht jetzt eher so an meine weiblichen Zuschauer. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Man kauft doch gerne mal eine schöne Tasse irgendwo, oder? So, wir liegen besser in der Zeit als gestern und ich wollte euch meine neue Hose zeigen, die natürlich nicht zu den Socken passt. Die habe ich bei Zalando im Sale gekauft, obwohl die im Laden gerade erst irgendwie neu rausgekommen war. Und ich habe den Laden anprobiert und da hätte die das Doppelte gekostet. Ich liebe diese Hose. Ich glaube, Tim steht nicht so auf diesen Leoparden-Stil, aber ich irgendwie zurzeit mega. Keine Ahnung, woran das liegt. Früher war das nicht so. Ja, ich warte jetzt hier noch, dass Karl fertig ist. Die Waschmaschine läuft auch schon und ja, wir haben einen Pool hier stehen, das war letzte Woche warm und der ist halt noch da, weil wir hoffen, dass diese Woche nochmal warm wird. So sehen zwei Menschen aus, die überpünktlich sind. Karl hat, oh, was ist mit deinem Ärmel passiert? Karl hat einen Schnuller, wollte ich sagen. So, dann fällt mir gerade auf, dass ich hier vergessen habe, das Fenster zuzumachen. Das steht Sperrange mit offen, super. So, also die Sonne ist heute da, das Wetter ist viel besser. Ich habe viel bessere Laune, ich bin viel motivierter und irgendwie sind wir dem Stau vorausgefahren. Also es war überhaupt kein Stau. Wir waren jetzt irgendwie viel eher als gedacht, was aber gut ist, weil ich dann noch eher, als ich sowieso schon eher bei meinem Termin sein wollte, da bin. Also ich wollte so oder so eine Viertelstunde vorher da sein und jetzt schaffe ich das noch eher. Also vermutlich eine halbe Stunde vorher, in der Hoffnung, dass der Termin dann auch eher beginnt und dann ich eher wieder fertig bin. So viel zum Thema voller Tag. Ich habe aufgrund dessen, dass mein Termin nicht eher war als gedacht, trotz dass ich eher da war, meinen Anschlusstermin, Online-Vorlesung, kein Problem, jedenfalls verpasst. Heute Abend gucke ich halt dann die Abendvorlesung. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich super Schale lernen. Ich kann die Vorlesung entweder um 10 oder um 19 Uhr gucken und versuche immer die um 10 zu gucken, aber das schaffe ich natürlich oft nicht und dann muss ich die abends gucken. Ja, Tim war auch gerade schon mal da. Der holt jetzt Karl als Mittagskind ab, weil der Kindergarten gefragt hat, ob man halt irgendwie die nächsten Tage die Kinder so kurz wie möglich da lassen kann, wegen Personalmangel. Und ich muss dann demnächst wieder los, mache jetzt erstmal noch die Wäsche und habe gerade noch was gegessen. Habe jetzt also keinen Stress in der Hinsicht, aber ja, jetzt alles wieder vollkommen anders und durcheinander, weil Karl jetzt auch dann gleich da ist, keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Dann, naja, mal gucken. So, ich fahre gleich zum Nagelstudio und ich hatte mir
zwar zwei Ideen rausgesucht, wie ich meine Nägel gern haben wollen würde. Also jetzt sind die so. Ich kann euch das ja mal einblenden. Ich kann mich nicht entscheiden und ich habe noch so eine dritte Idee. Also die zwei Ideen sind ja sehr ähnlich. Und vielleicht würde es, wenn auch eine Kombi aus beiden. Super, jetzt werde ich angerufen. So, Nägel fertig und ich habe jeden Nagel in einer anderen Pastellfarbe. Ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Dann mal gucken. Heute Abend noch Online-Vorlesung. So, neuer Tag, neues Paket und ja, hat das vielleicht irgendwelche vorgegebenen Öffnungen? Ja. Da. Das ist groß. Ich habe deine Schere gar nicht gebraucht. Hm. Kannst du ganz kurz wieder wegtransportieren. So. Einfach Schuhe. Tim. Doch mal Schuhe. Wie klein ist der Karton? So. Was? Wollen wir zuerst deine angucken? Ja. So. Oh, hoffentlich passen die. Oh nein, ich will die kurz zeigen, dann kannst du die angucken. Wie süß sind die bitte? Oh nein. Können Sie mal probier anziehen? Die mal an. Sind das für Babys? Für Kinder, du bist ja kein Baby mehr. Oh nein. Wie süß. Soll ich dir helfen? Ja. Komm mal her. Passen die schon? Hoffentlich passen die noch nicht ganz, aber bald. Ja. Sag mal, stell dich mal hin. Wow. Bist du richtig drin? Ja. So, komm mal her, ich will mal, stopp, ich will mal fühlen, wie die passen. Komm mal ran. Kali, komm mal her. So, ich möchte mal fühlen. Ne, du sollst stehen. Stell dich hin. Ja. So, wo ist deine große Zehe? Zappel mal mit der großen Zehe. Aua, da müssen wir, setz dich mal hin, dann halten wir den mal unten ran. Naja, gut. Da müssen wir den Profi Tim gleich nochmal fragen, dass der mal fühlt. Aber sieht ganz gut aus, dass die noch ein kleines bisschen zu groß sind. So, aber jetzt müssen wir die anderen auspacken. Es sind genau dieselben. Wir können ja mal daneben halten. Sieht man das? Nein, wie cool. Cool. Oh ja, aber die sehen ganz schön groß aus. Vorsichtig. Sind die noch ein bisschen zu groß? Ich hoffe, die passen. Du sitzt genau vor der Kamera. Willst du mal ein Stückchen, bitte? Mami? Ja? Kann ich die mal anprobieren? Ja, mach ich. Mami, wir haben die gleiche. Mhm. Wir haben die gleiche bis dort. Oh nein, die sind... Ich fasse es nicht, die sind übelst eng. Dabei ist es schon eine 42. Also, wollen wir mal alle zusammen anziehen? Ich glaube, die sind zu klein, denn meine Schuhe sind zu klein. Was, welche? Die 42. Die sind kleiner als die 40, die ich davon schon habe, und die 41. Nee, was habe ich denn? Die 42 und die... 41. So, zwei Tage später, glaube ich. Ja, zwei Tage später und der Vlog geht weiter. Ich habe vorgestern irgendwie nicht mehr so viel zu filmen gehabt, sage ich mal. Und gestern war ein relativ großer Dreh, beziehungsweise ein Teil eines relativ großen Projektes, nämlich meines Abschlussprojektes. Und ja, jetzt Wochenende, Freitag, Mittag. Karl und ich haben jetzt schon Wochenende. Ich hatte nur Vormittag kurz was zu tun und Karl war dementsprechend dann auch Mittagskind. Ich mache mir jetzt gerade mein Mittagessen und Karl hat ja im Kindergarten schon gegessen. Ich muss hier mal ganz kurz rühren. Aber das dauert bestimmt Stunden. Ich habe richtig Hunger. Genau. Ja, und heute kommt theoretisch das Paket
Mit den Schuhen eine halbe Größe größer, die ich jetzt da zurückgeschickt hatte. Also ich habe die zurückgeschickt, am selben Tag noch bei der Post abgegeben und Tim hat heute scheinbar die Bestätigung bekommen, dass die angekommen sind. Und ich habe dann direkt die neue Größe bestellt und die sind dann jetzt scheinbar heute schon da. Das geht ja alles mega schnell, krass. Hoffentlich. Also es stand irgendwas zwischen 13 und irgendwas Uhr, keine Ahnung. Hoffentlich passt die 42,5, das hört sich so riesig an. Ich habe wirklich normalerweise die 40 oder maximal die 41. Dass die Kleine ausfallen, weiß ich. Ich habe jetzt zwei Paar, aber bei den beiden Paaren habe ich einmal die 40, nee, die 41 und die 42. Ja, keine Ahnung. Ich hatte mir die damals auch in der 40 bestellt, genau. Die waren viel zu klein. Die habe ich meiner Schwester gegeben, die normalerweise die 38 hat. Die passen ihr super. Und ich muss jetzt scheinbar 42,5 oder, falls die auch nicht passen, schicke ich sie nochmal zurück, die 43 tragen. Ich glaube, es geht bis zur 45, aber wir hoffen mal nicht, dass es so weit kommt. Weil sonst habe ich dieselbe Schuhgröße wie Tim. So, da hat der Paketbote geklingelt, als Karl und ich gerade im Bett lagen und ich ihm was vorgelesen habe, in der Hoffnung, dass er Mittagsschlaf macht, damit ich auch schlafen kann. Jetzt sind wir natürlich alle wieder hellwach und haben hier ein Paket. Ich öffne das mal. Jetzt bin ich so gespannt. Das sind vielleicht jetzt meine passenden Schuhe. Wer weiß, wer weiß. Zum Vergleich, gucken wir mal von der Größe her. Seht ihr das? Die schwarzen kleiner sind. Aber die passen halt, die schwarzen. So. Alles drin lassen. Wir wissen noch nicht, ob die passen. Ich kann das nämlich jetzt hier, so wie wenn ich einfach nur hier so da sitze und den Schuh habe, absolut nicht beurteilen, ob die passen oder nicht. Also sie passen schon besser als die anderen. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht überzeugt. Also ich glaube, ich bestelle nochmal die 43. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Also hier vorne ist mein Fußzeh, der stößt hier im Endeffekt dran. Und wenn ich laufe, dann wird der immer daran stoßen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die sind immer noch zu klein. Das ist halt echt... Ich zeige euch jetzt mal den direkten Vergleich. Also das hier ist jetzt die 42,5. Hier haben wir eine 42. Und hier haben wir eine, was ist das denn? 41. Ja, okay. Und jetzt nochmal hier so der Größenvergleich, alle nebeneinander. Sieht schon, dass der hier größer ist. Aber die Unterschiede sind ja so wenig. Das ist echt krass. Also, ich glaube, ich muss eine 43 bestellen. Ganz tolle Sache, wirklich. Sowas hatte ich noch nie, dass ich was bestellt habe, dann hat es nicht gepasst. Andere Größe, also nächste Größe, wo man denkt, in die Richtung, dann passt es. Und dann passt es immer noch nicht. Aber ich habe da noch ein bisschen Angst, dass die 43 zu groß ist. Aber, also... Wenn der Unterschied so gering ist, ich lasse das einfach so. So, jetzt sind wir auch alle wieder wach. Also wir hatten uns hier ein schönes Nest gemacht und lagen hier so zwischen den ganzen Bettschlangen und hatten hier eine Zeitung. Jetzt bin ich irgendwie auch nicht mehr müde, keine Ahnung. Mama, können wir mit dir jetzt weiterlesen? Wo waren wir denn? Da. Naja, dann versuchen wir es nochmal mit einem Schläfchen.